Ja, der Nationaltrainer von Brasilien, der ist auch von Dänemark und der ist ein guter Kollege von mir und der hat uns kurzfristig eingeladen und wir freuen uns riesig. Ich habe mit der Trainer da gesprochen und dann habe ich die Mädels geschrieben per SMS, weil wir hatten nur 2-3 Tage, um uns zu entscheiden. Und dann habe ich einfach geschrieben, seid ihr bereit für Brasilien? Und viele, sie haben eigentlich gedacht, das ist ein Scherz. Und, aber das war es halt nicht. Und ja, alle waren eigentlich sehr begeistert und alle haben frei bekommen von Job und Studium und alles hat geklappt. Nur Rahel Fuhrer ist leider nicht dabei. Es war ein bisschen unglaubwürdig. Also wir haben zuerst nicht richtig gewusst, ob es ein Witz ist oder ob es wirklich ernst ist. Aber wir freuen uns riesig, weil Rio ist natürlich eine lässige Destination und Brasilien ein super Gegner. Wir planten seine Saison schon ein bisschen mit dem Höhepunkt. Und für mich ist klar, dass das Deutschlandspiel und Frankreichspiel mit den Nazis eigentlich als Schlusspunkt der Saison gedacht war. Aber wenn man so eine Möglichkeit hat mit Brasilien, dann nimmt man gerne auf sich und trainiert noch ein paar Wochen länger. So etwas Grosses haben wir jetzt mit der Nazi noch nie erleben. Also das ist wirklich etwas Außergewöhnliches. Das sind zwei Sachen. Erstens mal Rio ist halt weit weg. Brasilien kommt man nicht jeden Tag an. Ist halt cool, einfach mal dort anzufliegen. Aber dann auch so ein bisschen im Vorfeld von Olympia. Also da hat man wahrscheinlich, also ich erhoffe mir, dass man so ein bisschen das olympische Feeling oder so schon ein bisschen mitbekommt. Auch wenn man nicht live dabei ist. Aber trotzdem, dann sieht man einfach mal, wie das dort so aussieht, wie man sich das muss vorstellen. Und ich glaube, so nach Olympia kommen wir wahrscheinlich alle nicht so schnell wieder. Liebe Indoor-Sports-Zuschauer, wir wollen mit einem Videotagebuch live von Rio berichten, werden euch also auf dem Laufenden halten, was wir dort alles so erleben und sehen und erfahren werden. Jetzt geht es aber zuerst ab im Flieger via Sao Paulo auf Rio. Tschüss zusammen und bis bald.